meine Lieben, herzlich willkommen wieder zurück bei mir auf dem Kanal. Schön, dass ihr da seid. Ja, wie ihr in Videobeschreibung schon gesehen habt, ich bin ein bisschen ausgerastet, was Haul angeht und was Pflegeprodukte angeht. Es war eigentlich überhaupt nicht geplant. Aber war alles im Angebot. Da kann man ja nicht drin vorbeigehen, ne? Es ist wieder mal ein Wechsel zwischen Rossmann und DM. Und ich würde einfach sagen, wir fangen mal an mit bisschen Pflegeprodukten. Ne? Da ist ein bisschen was von jedem dabei, bisschen Haushalt, bisschen Pflegeprodukte, bisschen dekorative Kosmetik. Und wie ihr schon gesehen habt, war ich ein bisschen ausgerastet. Und zwar habe ich von Isana drei Stück. Jeweils eine Gelmaske mit Hyaluron-Power. Die waren für 29 Cent, habe ich mir mitgenommen. Ich meine, Masken gehen bei mir immer sehr gut über den Tisch. Von daher ist es in Ordnung. Zudem muss ich sagen, ich habe noch kleine Überraschungstütchen fertig gemacht für meine lieben Kolleginnen zum Muttertag. Und ja, da kriegt jeder halt so eine kleine Beauty-Auszeit. Dann habe ich noch eine mitgenommen. Auch von Isana eine pure Feuchtigkeit mit Aloe Vera, mit der Soforteffekt. Wie gesagt, auch drei Stück. Gucken wir mal, wie das funktioniert. Dann von Balea auch eine Feuchtigkeitsmaske mit Soforteffekt. Ich muss sagen, die hier finde ich super. Ne? Also ich bin jetzt auch nicht der Typ, der sagt, ich mag keine Peel-off-Masken oder so Gelmasken. Mir ist es eigentlich egal. Ne? Also ich mag beides. Ich muss sagen, bei den Peel-Off-Masken ist es leider das Problem, dass wenn ich sie auftrage auf mein Gesicht, sofort dieser Alkohol ausdunstet. Und das ist immer sehr, sehr unangenehm. Deswegen glaube ich, ist der Trend so ein bisschen von diesen Peel-Off-Masken weg. Aber ich habe noch ein paar zu Hause, die ich dann noch aufbrauchen werde. Und ja, wie gesagt, schlecht finde ich sie nicht. Ne? Dann habe ich von Balea die Milchhonigmaske mitgenommen. Die ist ja, glaube ich, ja der Dauerrenner. Die ist ja dauerhaft im Sortiment bei DM. Und eine klärende Maske mit Ton. Genau, mit Ton und Zink. Die könnte ein bisschen unangenehm sein für die Leute, die das nicht mögen, wenn die Maske so trocken wird und dann so abbröselt. Hier steht jetzt hier für jeden Hauttyp. Also ich habe eine Mischhaut. Das heißt, meine T-Zone wird dann fettig und meinem Wangenbereich, also vor allem hier so dieser Bereich, der ist ziemlich trocken. Und ich muss sagen, ich muss auch immer aufpassen, was die Tonerdenmasken angeht und Zinkmasken. Die können schon diese trockenen Stellen noch trockener machen, noch schuppiger machen. Und deswegen weiß ich nicht, ob es halt für jeden ist. Man muss, wie gesagt, halt ausprobieren. So viel kosten die jetzt nicht. Die kosten jetzt an die, was kostet die, 65 Cent, 55 Cent, ich weiß, also die waren jetzt im Angebot gewesen, für 50 Cent habe ich mitgenommen. Aber wie gesagt, gut sind sie, ja. Dann habe ich noch von Schebens die Aloe Vera Maske, die ist auch ziemlich gut. Ja, wie gesagt, also ihr seht, es ist ein reiner Chaos, was Masken angeht. Ich weiß auch nicht, was mich geritten hat. Aber so ist es. Dann habe ich was Tolles entdeckt von TTZ, Reise ans Meer. Entspannendes Pflegebad mit Zypressenöl und Meeresalge. Hier oben ist ja so zwei kleine Schlitzchen mit einer Duftprobe. Und ich muss sagen, das riecht so fantastisch. Da hat man echt wieder Lust auf Urlaub, ne? Was leider dieses Jahr wahrscheinlich flach fallen wird. Aber ach, schön. Und dann habe ich auch noch von TTZ aus der gleichen Reise. Aus der gleichen Reihe mitgenommen, und zwar Karibiktraum mit Kokoslimette. Also ich meine, allein die Verpackung ist ja wunderhübsch. Ich muss sagen, ich bin auch so ein kleines Verpackungsopfer. Darf man das sagen? Oh, das riecht so, oh, das riecht so lecker. Das ist so toll. Oh, das ist so toll. Oh, lecker. Also wie gesagt, Verpackung mega. Also ich bin wirklich auch so ein kleines, wirklich Verpackungsjunkie. Mein Mann sagt immer, wenn ich nach Hause komme, er sagt immer so, du hast von dem und dem Zeug aber noch das und das und das.
Warum nimmst du das mit? Sag ich immer, die Verpackung hat mich angesprochen. Also die Marketing-Experten, die wissen ganz genau, wie sie das alles machen sollen, um uns Shopping-Verrückten Geld aus der Tasche zu locken, ne? Jo. Dann, was nehmen wir denn dann aus den Pflegereihen? Genau. Dann ein Balea Lippenpflegestift und zwar Magic Wonderland mit Feenduft. Ich meine, sieht schon hübsch aus, ne? So leicht rosa. Hier sind auch so Sternchen drauf. Was natürlich jetzt ein Feenduft sein soll, weiß ich natürlich nicht. Ich kann ja mal schauen, ob es hier hinten irgendwas steht. Nee. Leider nicht. Werde ich mal ausprobieren. Gucke ich mal. Ich habe momentan eins von, nicht von Balea, aber von Isana in Benutzung, von Aloe Vera. Das habe ich, glaube ich, in meinem letzten Haul gezeigt. Das habe ich mir als Backup gekauft. Das ist echt fantastisch. Aber das wollte ich mal ausprobieren, mal einen anderen Duft unter die Nase und auf den Lippen. Und immer. So, Diane, was habe ich denn noch mitgenommen? Dann habe ich was Neues entdeckt. Jetzt weiß ich, also für mich Neues entdeckt, und zwar von Nivea. So sieht das aus. Es gab in drei. War das in drei oder in zwei? Nee, in zwei. Also ich habe in zwei gesehen. Einmal grün und einmal blau. Und zwar ist es eine feste Gesichtsreinigung. Magic Bar. Erfrischend mit Mandelöl und Blaubeere. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass momentan alles im diesen Trend bekommt, alles in feste Dusche, feste Seife, feste Reinigungs, so wie hier. Also so sieht's aus. Ich meine jetzt gar nicht, ne? Nivea und. Also hier vorne ist ein Print Nivea und hier unten steht Face. Aber das sieht man jetzt nicht, ne? Ah, doch jetzt. Genau. Also riechen tut's nach Blaubeere, nee. Für mich riecht's eher zitrisch. Aber gut, ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt, wenn das eine Benutzung ist und wenn man das aufschäumt, wie das wirkt. Aber wie gesagt, mir ist aufgefallen, da ist der Trend momentan, alles in diesen festen Sachen zu produzieren. Muss, finde ich gar nicht so schlecht, wenn man natürlich irgendwo unterwegs ist oder auf Reisen, weil man hat immer das Problem, dass man dann alles ausgelaufen ist, dann musst du die super gut verpacken. Dann ist es ja auch so, wenn man fliegt, darf man ja nur eine gewisse Anzahl an Milliliter ja mitführen. Und natürlich solche festen Seifenverpackungen sind halt natürlich praktisch, ja. Naja, probiere ich mal aus. Freue ich mich. Wie gesagt, vielleicht ist es wirklich meine Innovation. Warum nicht? Dann bleiben wir bei festen Sachen. Und zwar habe ich von Isana mein festes Shampoo mitgenommen mit Granatapfelduft. Leute, das Ding riecht. Das ist Wahnsinn. Also dieser Duft, oh, dieser Duft ist weiß, steht einfach nur Isana drauf. Aber das ist so göttlich, das ist so frisch, das ist so lecker, das ist so, du willst das essen. Also ich würde das essen wollen, ne? Es riecht so geil. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das überhaupt aufbrauchen will oder einfach zwischen meine Wäsche tue. Oh, das ist so lecker. Wie gesagt, eigentlich habe ich nicht so viel Erfahrung mit Isana Shampoos, bin ich ehrlich. Da bin ich eher so der Balea-Typ. Ich glaube, ich habe momentan zwei feste Seifen in Benutzung. Eine von, soll ich nicht lügen, schau mal. Und eine von Elkos. Das ist ja die Marke von Edeka. Aber die Verpackung, die hat mich so angelacht, Leute, ganz ehrlich. Da könnt ihr nicht dran vorbeigehen. Schauen wir mal, wie das performen wird. Dann haben wir, was haben wir denn Tolles? Dann bleibe ich mal bei den Haaren, auch Pflegeprodukt, und zwar von Isana. Eine Minute Haarkohl, Arganöl und Cranberry für strapaziertes und trockenes Haar. Ich habe zwar kein strapaziertes und. Oh, was ist das denn hier, du? Da hat er einer rausgeklopft, du. Da. Alles drin, super. Ich habe zwar kein strapaziertes und trockenes Haar, aber ich habe ein sehr dünnes Haar. Das heißt, es
Verfranz, nee, verfilzt, verfrilzt, nicht verfranz, verfilzt, verfilzt schnell. Und ich brauche Masken. Ich brauche unbedingt immer Masken. Und es gab mal von, ich meine, das ist Balea. Gab es mal auch in so einer Dreiecksform. Nee, ursprünglich gab es sie in so einer Bulle. In so einer Flasche zum Drücken von Balea. Und zwar, ich glaube, Pfirsich. War das Pfirsich? Ich bin mir nicht mehr sicher, Pfirsich. Dann wurde sie irgendwann rausgenommen. Dann hat DM das mal eingeführt in so einer Form wie jetzt von Nisana. In der Form die Haarkurmaske. Und dann war sie komplett weg. Also sie war komplett weg. Keine Ahnung. Vor allem finde ich das auch bei den Haarprodukten immer so schlimm. Es kommen ja so viele neue Sachen und so viele neue Marken. Und da kommst du gar nicht hinterher. Und du willst natürlich alles testen, aber du kannst dir ja nicht irgendwie 5 Shampoos gleichzeitig auf deine Haare machen. Mein Mann guckt mich auch schon schief an, weil ich in der Dusche 4 verschiedene Shampoos stehe. Also unter anderem auch Shampoos in fester Form dabei. Und da sagt er immer so, wo willst du denn das alles, ne, hinschmieren? Man hat nicht so viel Haare. Naja, aber so ist das. Dann war auch im Angebot meine geliebten Haarkuren von Swiss Au Pair. Die habe ich immer zu Hause. Habe ich wieder jetzt mal Arganöl und Orangenblüte mitgenommen. Also die sind bei mir wirklich der Dauerbrenner. Mir reichen die so für 2 bis 3 Mal, so eine ganze Portion. Also diese ganze Portion für einmal für meine Länge und für die Struktur meines Haar und für die Struktur meiner Haare ist viel zu viel. Und wie gesagt, riechen fantastisch und ich finde es super, super gut. Na jo, hast ja so viel für die Haare. Nimmst du wieder mal was für Gesicht mit, nicht? Na, habe ich von Isana ein Hyaluron-Gel Hydro-Booster mitgenommen. Für feuchtigkeitsarme Haut. Jo. Sieht so aus. Kommt mit einem Pumpkopf. Ist eine Gelba, ja, ist eine Gelbasis. Also sieht nicht schlecht aus. Ich habe mal eins gehabt von Balea. Das ist super. Und dann dachte ich mir, probiere ich mal von Isana mal aus, wie das performen wird. Also an sich finde ich es ehrlich gesagt für den Preis finde ich das okay. War jetzt 1,99 war das jetzt die Woche im Angebot. Und also man muss nicht immer teure Sachen haben fürs Gesicht. Vor allem ist es auch so, bei mir ist es zum Beispiel das Problem, dass viele teure Cremes, die ich gerne benutzen würde, hinterlassen bei mir immer so einen Fettfilm. Als Nachtcreme ist das okay, weil dann gehe ich schlafen, das ist mir egal, ich stehe morgens auf und wasche mein Gesicht. Aber wenn ich eine Tagescreme habe, die wirklich reichhaltig ist, aber so einen Fettfilm hat, da fühle ich mich nicht wohl. Wisst ihr, wie ich meine? Dann sieht das so aus, als hättest du dir irgendwie, keine Ahnung, dein Gesicht nicht gewaschen. Und die Leute, die dich dann anschauen, die wissen ja nicht, dass du ja eine Tagescreme drauf hast für 40 Euro. Ja, die denken dann immer so, mein Gott, wer kommt denn da um die Ecke, hat sich wieder die Haare nicht gewaschen. Das Gesicht nicht gewaschen, ja. Naja, wie gesagt, probieren wir mal aus, wie das performen wird. Und dann schauen wir mal. Und dann habe ich noch was gefunden, was für mich ein bisschen, na, kann man das sagen, crazy, nicht crazy, verwirrend ist. Und zwar eine Deo-Creme. Also wirklich eine Creme. Sieht so aus. Riecht, oh, wisst ihr, wie das riecht? Das riecht wie Head and Shoulders. Also jetzt bin ich noch doppelt verwirrt, dass ich mir jetzt A, so eine Creme unter die Achsel schmieren soll und B, dass es dann auch noch Head and Shoulders riecht. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich will mal ausprobieren. Ne? Man soll ja immer mit jedem Trend mal mitgehen, so ein bisschen Ahnung davon haben. Also ich weiß nicht, wie das sein wird, so ein bisschen Creme unter den Achseln zu haben. Probiere ich mal, was steht denn hier drauf? 24 Stunden Deo-Schutz, Mandelöl, Shea Butter. Die maximale Wirkung setzt 2 bis 3 Tage nach der Anwendung an. Also das heißt, ich soll mir das jetzt nicht schmieren unter die Achsel und dann losgehen oder wie? Pro Achsel eine erbsengroße Menge Deo-Creme einnehmen und gut einmassieren.
Ah, nicht auf verletzte oder gereizte Haut anwenden, empfohlenen lagert. Okay, da bin ich mal gespannt. Probiere ich mal aus, wie das ist. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie das läuft, wie das performen wird. Dann habe ich meine geliebte Schaumseife mitgenommen. Mal wieder. White Blossom. Oh, die riecht so fantastisch. Die ist so lecker. Mag das. Das riecht so ein bisschen nach. Was riecht das denn? So ein bisschen nach Nivea-Creme. Kennt ihr so diesen typischen Geruch Nivea-Creme? Ja, ich finde es toll. Also die macht wirklich einen tollen Schaum. Manchmal bremse ich mich wirklich, dass ich das nicht dauerhaft hole, weil das ist ja schon Plastikverschwendung und schon Plastik und also nicht wenig Plastik. Und ja, also manchmal will man was haben und dann sagt man, ja komm, jetzt nehme ich es, gönne ich es mir mal. Ne? Und dann ist es halt. Jo, dann habe ich mal von Balea die 6-Fersen-Blasenpflaster mitgenommen. Das ist ja so gesehen ein Pendant zu den Compeed-Pflaster. Finde ich nicht schlecht. Also die haben genauso eine Gelschicht. Gut, von Compeed, glaube ich, sind die ein bisschen größer. Aber fahre ich immer super gut damit. Hatte ich noch nie Probleme damit und meine sind leer gegangen. Und dadurch, dass jetzt ja die Saison anfängt wieder mit, oder sollte die Saison anfangen, bei dem Wetter weiß man das heute ja auch nicht mehr. Wie gesagt, musste mit. Und in der gleichen Fußabteilung, nur bei Rossmann, habe ich was Neues entdeckt. Und zwar ein Fuß- und Schuhdeo. Riecht lecker. Was riecht das denn? Steht das hier drauf? Dose über Kopf sprühbar. Nee, steht nicht. Aber das riecht so ein bisschen nach Parfüm. Aber nicht so in die Fresse nach Parfüm, aber ja, so blumig süß. Jo, probiere ich mal aus. Wie gesagt, kann ja nicht schaden. Dann habe ich noch was voll Cooles mitgenommen. Und zwar sind das Refreshing Tissues von 4711 Remix Cologne. Jetzt weiß ich nicht, wer von euch mir zuschaut und überhaupt die Marke 4711 kennt. Die ist ja normalerweise in Blau. Ich weiß jetzt nicht, war das 2018, 2009, 2000? Ich meine 2018, aber nagelt mich nicht fest. Da hat ja 4711 diese Remixe ja rausgebracht, ne? War eigentlich schon mal Lavendelduft, einmal Orangen-Zitronenduft und noch irgendwas. Und ich wollte unbedingt den Orangen-Zitronenduft haben und der war überall ausverkauft. Ja, und jetzt habe ich gesehen, ist hier, da sind so Erfrischungstücher drin. Drei gelbe, drei orangene und vier pinke, oder? Oder hab ich, ja. Einmal ist das Zitrone, Orange und Neroli. Was ist denn Neroli? Weiß einer was von euch, was Neroli ist? Keine Ahnung. Probieren wir doch gerade mal aus, was Neroli ist. Oh, das riecht. Oh, Leute, ich fühle mich versetzt in die 90er. Oh, meine Mama hatte früher ein Parfum davon gehabt. Genauso riecht's. Also schon ziemlich feucht. Das tue ich leid. Ist gut getränkt. Sieht man ja auch in der Kamera, ne? Oh, so, erstmal schön. Das ist ein blumiger Duft. Also ich schätze mal, Neroli wird eine Blume sein. Oh, das ist fantastisch. Das ist so ein leichter, sexy Duft. Nicht so schwer. Ah, cool. Da freue ich mich, dass ich es mitgenommen habe. Wie gesagt, probiere ich mal den Rest mal aus und manchmal ist das gar nicht so verkehrt, mal was für
für die Handtasche dabei zu haben. Ich habe zwar für die Handtasche auch so kleine Parfümfläschchen, aber in der Regel will man die nie irgendwie aufbrauchen, weil das dann irgendwie der Lieblingsduft ist. Und dann denkt man sich so, wenn der leer geht, ne? Ah, toll. Ach, Wahnsinn, das riecht super lecker. Wirklich super lecker. So, dann, was habe ich da noch? Dann fange ich mal ein bisschen was an. Ach so, ja, bleiben wir bei der Pflege. Da habe ich von Nivea Kern Kaschmir mitgenommen, ein Duschgel mit Orchideenduft. Na, ja, der ist wirklich lecker. Also wirklich lecker. Wollte ich mal ausprobieren. Und Leute, als ich das gerochen habe. Oh. Geil. Von Fa. Aloe Vera Joghurt. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, der Duft. Das ist so lecker. Ich habe jetzt voll Bock auf Eis. Oh, das ist so lecker. Ich kenne dieses Duschgel locker seit 5 Jahren. Aber es gab es hier eine Zeit lang nicht zu kaufen in Deutschland. Oh, ist das geil. Das ist so lecker. Und zwar, ich habe Verwandte in Russland und die haben mir mal ein Päckchen geschickt. Denn wie es immer so der Fall ist, sind ja die großen Marken wie Fa, Nivea, Dove und auch Kosmetikmarken wie Manhattan und Essence und Catrice, die produzieren ja manchmal Sachen für Europa und manchmal für andere Bereiche, zum Beispiel wie für USA oder Asiamarkt. Und warum auch immer, Russland fällt unter Asiamarkt. Gut, klar, territorial ist Russland natürlich mehr in Asien als in Europa. Aber das ist echt der Wahnsinn. Wenn ihr das noch findet und wirklich auf frische, sahnige, aber nicht süße sahnige, sondern wirklich so auf Joghurtdüfte steht und leicht blumig. Oh, ihr müsst das unbedingt holen. Das ist wirklich lecker. Lecker, lecker, lecker. Dann habe ich mal von Nivea Micellenreinigungstücher mitgenommen. Ich bin eigentlich nicht so der Fan von den Tüchern, aber ich habe mal gerne mal so ein Päckchen mal mit in der Handtasche, falls mal was ist. Und die sind mir einfach mal leer gegangen, meine alten. Und dann dachte ich mir, komm, die waren im Angebot, nimmst einfach mit. Und gut ist. Ich habe mir dann noch von Essence noch ein Eye Blending Brush gegönnt. Sieht so aus. Sieht man das? Kann ich ja rausholen. Moment. Nee, kann ich nicht, ist festgeklebt. Ich weiß nicht warum, aber von den Blending Brushes brauche ich meistens mehr als von den anderen. Und ein paar sind halt schon verfärbt. Ich wasche meine Pinsel, ja, aber manche sind halt von den Pigmenten ein bisschen verfärbt. Und ich bin da so ein kleiner Freak. Ich mag dann nicht, wenn mein Pinsel rote Pigmentflecken hat, dass ich damit irgendwie in die helle Farbe gehe. Keine Ahnung, ist so ein kleiner Tick von mir. Deswegen dachte ich mir, komm, nimmst du mit, war sowieso im Ausverkauf. Momentan ist, glaube ich, die Essenstheke wird umgeräumt, weil die im Ausverkauf ist, genau. Und dachte ich mir, komm, nimmst du mal einfach mal mit. Weiß ich ja nicht, ne? Genau. Dann habe ich mal von Dmol einen Kühlschrank frisch mitgenommen. Das ist so ein Päckchen, da ist so ein Gel drin, der dann irgendwie die schlechten Gerüche binden soll. Ich benutze eigentlich immer das von, oh Gott, wie heißt es denn? Von Profissimo, ne? Weil ihr von Profissimo mit Zitrone. Es war leider die ganze Zeit ausverkauft. Jetzt nehme ich das mit. Ich weiß nicht warum, aber bei mir funktionieren die Dinge. Kann das sein, dass es auch so ein Placebo-Effekt ist, dass man sagt, okay, gut, wenn so ein Teil bei dir im Kühlschrank steht, nimmst du die Gerüche nicht wahr. Aber tatsächlich ist das halt so, ne? Weil ich bin so, ich koche sehr international, sehr viel Zwiebel, sehr viel Knoblauch. Und koche manchmal auch was vorne, steht das im Kühlschrank. Und wenn ich den Kühlschrank aufmache, dann kriegst du dann voll die Knoblauchfahne. Nicht jeder mag das. Und damit es nicht so ganz übel ist, habe ich immer, wie gesagt, die Dinger mit dabei. Wie gesagt, bei mir funktionieren die. Dann
habe ich mal, jetzt würden wir da sagen, eieiei, Walli, Umwelt, aber ich konnte nicht dran vorbeigehen. Das sind meine Lieblingstücher von Denk mit. Das sind Allzwecktücher und jetzt war wieder auch eine limitierte Duftedition. Reise durch die Welt hieß es, glaube ich. Und jetzt habe ich mir den Aloe Vera mitgenommen. Da gab es noch ein mit Lavendel und noch ein. Aber wie gesagt, ich konnte nicht dran vorbeigehen. Das ist so schön. Ja, genau. Habe ich mal mitgenommen. Bin ich mal gespannt. Probiere ich mal aus. Und dann gucken wir mal. Und dann habe ich noch vom Paradies, eine DM-Marke auch, so ein kleines Laporello, so ein kleines Album mitgenommen. Finde das super hübsch aufgemacht. Ich knaster mal kurz. Wo kann ich das denn aufmachen? Da. Oh, das ist hier Samt. Und so sieht's aus. Und hier ist so eine Ringbindung und dann habt ihr hier einzelne, ne, einzelne Seiten, um eure super tollen Momente festzuhalten. Also ich fand das sehr, sehr hübsch. Was hat das denn gekostet? Gar nicht so viel gekostet. Ich glaube 2,95. Ich bin mir nicht sicher. Also hier steht jetzt nicht mehr drauf. Ich meine 2,95. Ist Bildformat ist 10x15 und ist für 36 Bilder vorgesehen. Also finde ich auch eine super hübsche Geschenkidee, zum Beispiel jetzt zum Muttertag. Da gab es auch andere, also da gab es nicht nur die, da gab es auch in einem anderen Design. Wie gesagt, finde super, super hübsch. Da wird sich jemand bei mir freuen in der Familie. Ja, dann habe ich noch mal was für meine Haarpracht mitgenommen. Und zwar von Schwarzkopf Country Colors. Intensivtönung ist das. Ist keine Farbe, ist eine Intensivtönung in Cognac Haselnuss. Ich habe mal früher meine Haare immer gefärbt in Rot, Schwarz, alles Mögliche. Letztes Jahr hatte ich tatsächlich im Lockdown grüne Haare. Weil jetzt irgendwie habe ich da keine Lust mehr. So ein bisschen Tönung rein, damit die Haare einfach ein bisschen mal frischer wirken. Ist super. Ich weiß, viele würden jetzt sagen, ihr geht doch mal zum Friseur. Aber ja, wenn die Friseure in meiner Nähe vernünftig arbeiten würden, dann würde ich auch zu Friseuren gehen. Aber ich sehe es ganz ehrlich nicht ein, für ein bisschen Tönung irgendwie 70 Euro hinzublättern. Also finde ich Quatsch. Aber gut. Ist jedem überlassen. Ich wollte ja unbedingt ja zu DM, weil ich meine Falafel haben wollte. Habe ich euch im letzten DM-Haul gezeigt. Die waren nicht da. Dann bin ich zu Rossmann gegangen und habe auch meine Liebe gefunden und wieder mitgenommen. Und zwar die Joghurtwaffeln. Ich glaube, ihr kennt die. Die sind ja vor vielen, vielen Jahren durch die Decke hier auf YouTube auch gegangen. Aber die kenne ich, seit ich klein bin. Zwar jetzt nicht mit dem Schokoladenüberguss. Hier so ein Schokoladenüberguss, aber von früher. Ich finde auch die Maiswaffeln sehr lecker. So ein bisschen mit Frischkäse und Gurke und oh, ein Träumchen, ich sag's euch. Genau. Das sind also Reiswaffeln mit Joghurt und weißer Schokolade. Für einen Snack zwischendurch finde ich super mega. Und dann habe ich noch was ganz Tolles entdeckt. Jetzt weiß ich nicht, ob es einer von euch kennt. Und zwar die Marke Air Up. Es ist ja momentan, wird ja geworben mit diesen. Mit diesen Flaschen. Kennt ihr das vielleicht schon? Genau, der Sinn dahinter ist, du kannst hier ein Sprudelwasser oder Leitungswasser auffüllen. Dann hast du hier so Pots. Die sind in verschiedenen Duftrichtungen. Das ist jetzt bei mir zum Beispiel Kirsche. Dann setzt man das drauf. Ja, zieht man hier kurz hoch. Moment. Also, ob ihr das seht, da ist so ein Pömpel. Bis dahin, wenn ich es jetzt runter mache. So, sieht man es jetzt. So, sieht man es jetzt besser, ne? Zu diesem Pömpel zieht man das hoch. Und wenn man trinkt, also wenn man jetzt einem Wasser zieht, hat man ja gleichzeitig, riecht man ja diesen Duft, der hier in diesem Pott mit dabei ist.
Und es wird dem Gehirn vorgegaukelt, dass du Wasser mit Geschmack trinkst, obwohl du eigentlich nur ein reines Leitungswasser oder Sprudelwasser trinkst. Das habe ich mir mal zum Geburtstag letztes Jahr gegönnt, in einem Starter-Set. Und das konnte man damals nur auf der Seite von Air Up kaufen. Hat damals, oh Gott, was hat das Starter-Set mich gekostet? 35 Euro, ich bin mir nicht sicher. Da war die Flasche dabei und drei verschiedene Pots. Warum habe ich mir das geholt? Ich habe echt arg Probleme, Wasser zu trinken. Also jetzt nicht, dass ich sage, ich kann kein normales, billiges Wasser trinken oder ein Leitungswasser trinken. Nein, ich vergesse einfach Wasser zu trinken. Also ich habe manchmal Tage, da trinke ich morgens meinen Kaffee und dann habe ich sonst keine Flüssigkeitszufuhr. Und das ist natürlich sehr, sehr schlecht. Man soll ja natürlich mehr trinken und durch die Erkrankung, die ich ja habe, soll ich das ja auch trinken. Und da habe ich mir einfach aus der psychologischen Sicht etwas gegönnt, dass ich sage, okay, das hat Geld gekostet, das trinkst du jetzt. Und komischerweise funktioniert das. Es funktioniert bei mir. Ich trinke super gerne aus der Flasche. Hier ist zum Beispiel 650 Milliliter. Ich bin ehrlich, es ist nicht jeden Tag, dass ich drei oder vier Flaschen von denen trinke, aber zwei Minimum. Und wie gesagt, es funktioniert. Bei mir funktioniert es wunderbar. Und wie gesagt, diese Pots, warum habe ich überhaupt das Thema angefangen? Diese Pots kann man natürlich austauschen, die sind ja nicht ewig haltbar. Und da steht immer ein Richtwert von, ich glaube, bis zu 15 Liter ein Pot. Bei mir sind die ein bisschen länger. Und Problem war, dass du diese Pots immer online nur bestellen konntest. Ja, da hat sich aber Rossmann was gedacht. Haha. Und zwar habe ich das jetzt bei Rossmann entdeckt. Ja, man kann bei Rossmann auch ein Starter-Set kaufen und drei verschiedene Duftrichtungen. Hier sind immer drei Stück drin, drei solcher Pots. Das ist jetzt Pfirsich. Und ich finde es cool. Also ich finde es cool, dass man das jetzt auch im Handel so kaufen kann und man muss es jetzt nicht online bestellen, weil man hat ja natürlich auch Versandkosten und Verpackungsmaterial und etc. pp. Und wenn man schon einkaufen fährt und wenn es einer da ist, der das sehr gerne trinkt oder das halt, wie gesagt, benutzt, kann man das mitnehmen. Hat gekostet 5,99 für drei Pots, so gesehen. Ach, guck, jetzt habe ich gelogen. Nicht für 15 Liter, sondern für 5 Liter. Ein Pot ist für 5 Liter. Bei mir dauern die aber länger. Also wie gesagt, ich benutze die nicht für 15 Liter, natürlich, aber für länger. Ja, wie gesagt, wenn ihr Interesse an sowas habt, könnt ihr mal gucken. Jo, finde ich halt cool. Ich nehme das übrigens auch immer zum Sport mit. Ne? Also ich habe, weiß nicht, ich finde es irgendwie auch ergonomisch cooler, dass das halt so gebogen ist. Ne? Jo. Jetzt ist die fast runtergefallen. Genau. Wie gesagt, finde ich cool. Wer will, kann es machen. So, jetzt nach dem ganzen langen Gebabbel komme ich endlich mal zu dekorativer Kosmetik, die nicht so viel ist. Und zwar habe ich mir mal von Revolution mal ein Precise Brow Pencil mal gegönnt. Das hätte ich vielleicht vorher auspacken sollen. Ich komme jetzt nicht dran. Mal gegönnt. Probiere ich mal aus. Das ist jetzt Farbe Medium Brown. Schau ich mal, wie das performen wird. Dann habe ich mir eine Mascara gegönnt von Altera Extreme Lash Mascara. Die war im Angebot. Die hat ein Gummibürstchen. Und ja, ich bin so ein Mascara-Freak. Ich weiß nicht warum. Ich muss sagen, ich will die jetzt nicht aufmachen. Mich hat die Bürste überzeugt. Bei Rossmann ist ja an einem Stand, ist ja immer vorne ja eine Bürste. So diese Beispielbürste. Und das ist so ein kleines Gummibürstchen in so einer Tannenform, kann man das so sagen, Tannenform. Und das sind eigentlich die perfekten Bürsten für mein Auge. Weil ich habe ziemlich, jetzt, ja gut, kleines Auge kann ich jetzt nicht sagen, aber dadurch, dass ich ein Schlupflid habe, sind meine Wimpern nicht so wirklich gehorsam. Und mit großen Bürsten komme ich da gar nicht dran, da kleckere ich mich total voll.
Und das ist natürlich nicht das, was ich dann haben will, weil dann muss ich dann warten, bis das getrocknet hat. Dann muss ich dann das alles wegrubbeln. Ist nicht meins. Naja. So, und dann habe ich noch von Altera auch im Ausverkauf Ice Never Lie Palette mitgenommen. Vivid Nature. Also eigentlich habe ich genug Paletten. Ich weiß auch gar nicht, warum sie mir wieder mitnehme. Aber ich fand die hier cool. Denn, ich meine, das sind ja gängige Farben, die man ja so kennt. Ne? Man hat es ja auch in der Palette drin. Was ich aber in der Palette cool fand, dass hier nicht nur warme Töne drin sind, sondern auch kalte Töne. Das heißt, ich könnte mir jetzt zum Beispiel ein orangenes Make-up machen, ein goldenes, ein blaues, ein grünes. Das ist hier so ein bisschen Grauschimmer so um den Dreh, ja. Also ich finde die Palette an sich cool. Dass wenn du mal Lust hast, mal was anderes zu machen, hast du halt gerade alles in der Palette drin, ja. Also da sieht ihr noch mal die Farben. Weil in der Regel ist es so, man hat halt so eine Palette und dann sind es eher verwandte Farben, ne? Das heißt, das ist dann Rot, Orange, Rot in verschiedenen Variationen, genau. Aber die fand ich nicht schlecht. Wie gesagt, muss mal austesten. Und dann habe ich auch noch was gesehen und zwar im Ausverkauf. Auch von Revolution. So kleine Paletten. Da sind nur 8 Lidschatten drin. Und was soll ich sagen? Als ich die Palette aufgemacht habe. Moment. Ich halte euch voll, will euch mal ein Spiel. Also hier ist so ein Dings. Guckt euch die Farben an. Das ist ja der Wahnsinn. Vor allem, wie der schimmert. Das ist echt Bombe. Wuhu. Wie der schimmert. Das ist echt Bombe. Ich habe sie mitgenommen, tatsächlich, weil ich keine kleine Palette habe in Naturtönen. Ich habe nur eine große Palette. Oder ich habe, beziehungsweise ich habe eine Palette drin, da ist nur so ein einziger Farbtupfer drin. Das finde ich nicht so cool. So, ist jetzt zu. Dankeschön. Und ich fand die, wie gesagt, hübsch und habe sie mitgenommen. Die ist hier oben, die Fläche, das ist ja nicht, normalerweise ist es ja so ein bisschen plastisch, so ein bisschen gummiert. Mal gucken, wie dreckig das sein wird, aber naja. Schauen wir mal, ne? Jo, finde ich süß. Kann man überall mitnehmen. Freue ich mich, wenn ich dann ein Augen-Make-up damit schminken kann. Ja, meine Lieben, nach dem ganzen langen Gebabble, eigentlich wollte ich das Video nicht so lang machen, aber es ist doch jetzt so lang geworden. Freue ich mich, wenn ihr mir einen Kommentar da lässt. Vielleicht kennt ihr ein paar Produkte, vielleicht kennt ihr ein paar Produkte nicht. Vielleicht habt ihr Erfahrung mit irgendetwas. Halt einfach eure Meinung, egal zu was. Ich freue mich und ich würde sagen, wir sehen uns demnächst. Ciao!